Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Spielerunde heute am Freitag. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start ins Wochenende. Genau, wundert euch nicht, meine Finger sind noch dreckig vom letzten Video. Das kam, wie gesagt, gestern online. Ja, so ist das. Aber ich drehe jetzt einfach hier weiter, weil ich gerade Spaß habe am Spielen. Und ja, heute widmen wir uns diesem pinken Bein da. Und ich freue mich, denn hier ist eine Challenge drin. Also auf die ich mich sehr freue, die ich heute starten kann. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Okay. So, und zwar starten wir mit den Saving Princes von Gemeinsam Sparen von der lieben Susan. Und hier spiele ich ja gerade Divayana. Und da habe ich, glaube ich, mit einem Zehnerwürfel gewürfelt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich würfel auf jeden Fall jetzt mit einem Zehner. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ja. Und ich habe eine 6. Zack. Das heißt, hier kommen heute 6 Euro rein. Ja. Okay. Plus 6 sind dann 27 Euro. Und nee, egal, ich mache einfach 2 Einer rein. Ist nicht so schlimm. Ich habe sehr viele 1-Euro-Münzen und wenig Zweier. Deswegen, ja. Okay, wir machen weiter mit der Frühlingserwachen-Club-Karte von Spaß am Sparen. Und ich glaube, hier möchte ich mal ein bisschen vorwärts kommen, weil Frühlingserwachen, wir haben jetzt Sommeranfang, auch wenn das Wetter nicht immer so aussieht. Also jetzt gerade scheint so ein bisschen die Abendsonne. Ist ganz schön, aber heute Morgen hat es einfach in Strömen geregnet hier bei uns. Und ich dachte mir, wo sind wir denn hier? Jedenfalls nicht im Juli. Naja, gut. Aber deswegen möchte ich hier, glaube ich, mal ein bisschen vorwärts kommen. Und ich suche jetzt mal hier erst ein Wort und gucke mal, was mir hier ins Auge springt. Kann natürlich auch. Mai? Gibt es den Mai? Ich habe den Mai gefunden, aber ich habe den hier schon durch. Also hier ist der Mai, aber hier steht auch noch mal Mai. Okay. Gut, dann gibt es auf jeden Fall 2 Möglichkeiten, das Wort zu finden. Gucken wir mal, ob ich hier noch was anderes finde. Ich denke immer, hier oben steht Sakura, aber nein. Gibt es so das Wort Sakura überhaupt? Ja, und es steht hier unten. Also hat sich erledigt. Aber was gibt es denn? Garten. Ich suche jetzt mal den Garten. Weil irgendwie. Da. Und schon habe ich ihn gefunden. Den Garten. Okay. Mit. Garten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben hat er. Das heißt, oh, dafür sparen wir schon mal 6 Euro. Für den Garten. Dann rubbel ich mal noch dieses Feld frei. Da sind 3 Euro drunter versteckt. Dann sind wir schon mal bei 9 Euro. 9, okay. Dann würde ich hier noch die 6 mitnehmen. Das ist ja der höchste Betrag, der hier noch zu finden ist. Das sind wir bei 9 plus 6, 15 Euro. Und nochmal die 5 sind wir bei 20. Ja, also irgendwie sehr weit vorwärts gekommen sind wir nicht, aber 20 Euro reichen ja eigentlich. Ja. Ja. Ja, komm, plus 20 sind 115, oder? Ja, ich glaube wohl. Wer weiß, was ich da wieder zusammengerechnet habe. Ihr werdet es mir verraten. Sehr schön. Okay, 20. Kommen hier. So, dann das Sparlabyrinth. Und hier habe ich mit Erschrecken eben festgestellt, dass hier schon 100 Euro drin sind. Ich hatte nämlich noch zwei 50-Euro-Scheine in meinem Spielgeld und dachte mir so, komm, ich tausche das einfach eben direkt gegen kleineres Geld. Das ist ein bisschen einfacher dann beim Spielen und habe halt hier geguckt und gesehen, hier sind einfach schon 2 50er drin und 100 Euro. Und so häufig habe ich das ja noch gar nicht gespielt. Und also dadurch, dass ich halt in jede Ecke reingehe, bin ich halt noch sehr am Anfang. Gefühlt, okay. Also es geht, aber ja, und ja
gut. Genau, hier habe ich überlegt, mache ich auf jeden Fall die 7 und das Mädchen. Und ich glaube, da sparen wir 5 Euro. Genau, das ist Rapunzel. Und sie schenkt mir 5 Euro dafür, dass ich ihre Haare kämme. Sind wir bei 12. Und dann nehmen wir die 4 auch noch mit. Sind wir bei 12, sind wir bei 16. Ja. Das machen wir erstmal. Plus 16. Wechseln kann ich nicht, aber 100 plus 100, also 100 plus 16 sind 116. Das kriege ich sogar hin. 10. 15. 16. Wunderbar. Okay, und dann kommt eine Challenge, auf die ich mich sehr freue, und zwar Chinakiraffe. Ja, wer meinen Wochenabschluss gesehen hat, der weiß, ich habe sie geschenkt bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und ich finde, sie nämlich so niedlich. Und ja, genau, hier können wir die Beträge abstreichen und für diese Herzchen hier ein Los ziehen. Und ich würde sagen, das machen wir direkt. Ich habe nämlich Lust, ein Los zu ziehen, und ich habe sie hier reingetan. Okay. Und zwar sind da diese Rosanen dabei, ist ja klar. Und dann schauen wir mal, was da so drin steckt. Die 44, das sind 8 Euro. Ich würde sagen, damit starten wir auch mal. Gina darf uns ein bisschen begleiten. Möchte ich tracken? Ja, komm. Plus 8 sind 8. Also die Herzchen hier sind 50 Euro insgesamt, plus halt die 4 Lose. Ja, okay. So, ein Fünfer. Und 3 sind 8. Das ist übrigens eine Challenge von Susan vom gemeinsamen Sparen. Und jetzt kommen wir zu einer Challenge von der Steffi von Lebe Kreativ und dem Schmetterlingsrennen. Und da würfel ich mal mit Rosa. Eine 3. Das heißt, dieser Schmetterling fliegt vorwärts. Ich spare 3 Euro. Eine 1 ist Sparpause. Eins war doch Sparpause und 6 ist, ich darf mir selber aussuchen, wer vorwärts fliegt, richtig? Ja, Sparpause. Mache ich da jetzt nur 3 Euro? Ich möchte aber noch mal würfeln. Ich möchte keine Pause machen. Ich möchte keine Pause machen mit 2. Nochmal plus 3 sind 6 Euro. Und die 5 sind wir insgesamt bei 8 Euro. Und jetzt wird es hier richtig spannend, wer hier gewinnt, ne? 8 Euro. Ja, das reicht. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Ja, an so Sparpausen kann ich mich noch nicht so ganz halten. Möchte dann doch immer weiter spielen. Also 8 Euro kommen rein. Okay, ich habe eh keinen. Doch. Einmal zwei. Okay. 3. Und noch ein Fünfer. Und 5. So. Hier brauche ich wieder einen pinken Stift zum Tracken. Plus 8 sind 59 Euro. Okay. Dann Owl on the Moon. Genau, hier habe ich ja noch einiges zum Abstreichen und 165 Euro kommen am Ende zusammen. Und hier würde ich, glaube ich, gerne. Ich habe hier, glaube ich, einen Zweier drin, ne? Ja, habe ich vorhin gesehen. Dass ich den rausnehme und einen Zehner rein tue und dafür dann eine 8 anmale. Aber ich tausche mir das hier nochmal eben gegen einen 20er. So. Eine 8 darf ich anmalen und hier oben ist ja noch eine. Da male ich das in Blau. Wo ist der? Da. So. Okay. Achso, die 2 Euro können wir weg. Das kann auch wieder weg.
Habe ich das hier getrackt? Ach so, nee, ich habe irgendwann wieder aufgehört, ne? Ja. Okay. So, diese Lese-Challenge. Ich glaube, da habe ich immer noch nichts beendet, ne? Nee. Ich bin in letzter Zeit nicht allzu viel zum Lesen gekommen, leider. Mal wieder. Also, hier die beiden Pretty-Bücher. Also, Pretty Scandalous von Tammy Fischer und Pretty Savage von Tammy Fischer. Ist der zweite Band. Habe ich ja weggesuchtet und mir immer wirklich richtig Zeit zum Lesen genommen, weil ich, ja, das unbedingt lesen wollte halt. Und deswegen, ja, was habe ich denn da jetzt gemacht? Und deswegen, ja, wenn ich, also habe ich die dann auch schnell gelesen und schnell beendet. Aber ja, jetzt, wo ich auf den dritten Band warten muss, bin ich wieder in einer kleinen Leseflaute. Aber naja, das wird schon. So, wir machen weiter mit der Erdbeerparty. Die ist von Susan von Gemeinsam Sparen. Und hier würde ich eigentlich sehr, sehr gerne die 10 ankreuzen. Oder die, also die 10, 9 oder 8. Weil das hier noch so die höchsten Beträge sind und dann wären die weg. Aber ich glaube, ich möchte auch ein losziehen. Ja, damit starten wir mal und dann gucke ich mal, was ich noch mit ankreuze. Ich nehme ein rotes. So. Na. Oh, die 466, das sind 16 Euro in der Quersumme und aus 16 die Quersumme ist 7. Das reicht auf jeden Fall. Dafür kaufe ich mir mal die Tasche hier. 7. Und dann, was habe ich denn hier als nächstes? 1 Euro. Wenn wir bei 8. Oder 7 plus, ah nee, warte mal. Also 7 plus 10 sind 17. Plus die eine Erdbeere sind 18. 18. Und dann nehmen wir noch eine 2 mit. Sind wir bei 20 Euro insgesamt. Ja, das klingt nach einem Plan. Plus 20 sind 90 Euro hier im Umschlag. Das passt schon mal, das ist sehr gut. Und der 20er will nicht. So, jetzt aber. Und die Challenge kommt da auch mit rein. Ich liebe diese, solche Klappkarten irgendwie. Ah, damit spiele ich, glaube ich, am liebsten mit Klappkarten. Kommen wir zur nächsten. Das ist der Schmetterlingsflug von Kaffee und Quatsch. Und ich liebe ja diese Spielmechanik. Also, ja, richtig toll. Und zwar würfel ich jetzt erstmal mit einem Viererwürfel aus, mit welchem Schmetterling ich vorwärts fliege. Eine 1, das heißt, der erste Schmetterling wird's. Und mit da würfel ich mit einem blauen Würfel einfach mal. Und habe eine 4. Das trage ich jetzt hier oben ein. Und dann gucken wir mal, ob wir 1 plus 4 oder 1 minus 4 rechnen müssen. Bei Minus wäre es ein kleines Problem. Aber es ist ein Plus, das habe ich mir auch schon ein bisschen gedacht. Und das heißt, am Ende sparen wir hier jetzt heute 5 Euro rein. Zack. R2D2 putzt hier wieder. Und dann habe ich nur noch 3 Mal, dann ist die Challenge auch beendet. Schade. Tanja, dann brauche ich eine neue davon, ja? Also, ich weiß nicht, ob du da schon was in der Mache hast. Aber bitte mehr davon. ja, so, 5 Euro kommen hier rein. Achso, hier habe ich auch getrackt. Ja. Plus 5 sind 49 Euro. Da bin ich auch sehr gespannt, was da am Ende bei rumkommt, weil da hat ja auch dann jeder irgendwie was anderes, je nachdem, ja, was man halt gewürfelt hat, kommen da ja unterschiedliche Ergebnisse zustande. Und genau, so, wir kommen zur Schmetterlingswiese. Die ist wieder von Susan von Gemeinsam Sparen. Und ja, hier würde ich eigentlich sehr gerne die 8 abkreuzen, aber ich möchte auch was rubbeln. Ist natürlich dann gefährlich, weil ich nicht weiß, was da drunter ist. Nicht, dass es zu teuer wird. Aber ich glaube, ich rubbel einfach mal diesen Schmetterling hier frei. Eine 4, okay. Damit kann ich leben. So.
Und dann nehme ich, wie gesagt, noch die 8 mit. Und dann kommen hier 12 Euro rein. Nein, 15. Die 3 nehme ich auch noch mit. So. Plus 15 sind 66 Euro. Nehmen wir mal den 5er raus und machen 2 Zehner rein. 20, 40, 60, 65, 66. Das passt. Ich hoffe nur, dass ich mich jetzt nicht zweimal verrechnet habe. Aber ja, gut. So, wir machen uns auf die Suche nach Trudi. Das ist eine Rubbel-Challenge von Alltagssparen. So, hier brauche ich wieder diese Rubbelhilfe für die Ränder. Und was machen wir denn da? Wie viel habe ich hier denn noch liegen? 20, 30 Euro und wir haben gleich nur noch den Obstgarten. Okay, dann würde ich sagen, rubbeln wir mal irgendwie so für 10 Euro. Ja, vielleicht ein bisschen weniger. 7. Und dann gucken wir mal, ob dahinter noch was versteckt ist. Ja. Dann machen wir doch mal hier 5 und 2. So. Dann gucken wir mal. Also ich gucke mal. Das ist nämlich alles sehr klein. Das kann man in der Kamera leider gar nicht so gut sehen. Aber gut. So. Oh, ich glaube aber, hier ist nur das Haus. Oder? Ich weiß nicht. So. Nee, da kann ich jetzt nichts erkennen. Nee, okay. Also 7 Euro haben wir schon. Dann können wir noch ja, hier die beiden mitnehmen. Dann sind wir insgesamt bei 10 Euro. Ob hier noch was hinter ist. Okay. So, da auf dem Haus ist doch irgendwas. Ja, wartet mal. Das ist Foxy. Oh, ich habe Foxy gefunden. Der guckt hier. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber hier ist so ein Fenster in dem Dach und da guckt der Foxy raus. Oh. Jetzt wurde die zurück. Dann kreise ich den hier mal ein. Und dafür sparen wir nochmal 7 Euro. Das heißt, hier kommen insgesamt 17 Euro rein. Zack. Allzu viel wollte ich eigentlich nicht hier reintun, aber gut. So viel dazu. Naja, ist nicht schlimm. Also, umso schneller habe ich die Challenge ja auch beendet. Also, so muss man das ja auch mal sehen. Plus 17 sind 70, 80 Euro hier drin. Okay. Also ich glaube, hier kommt ganz schön was bei rum. Also ich habe ja noch einiges hier aufzurubbeln. Und das sind nicht nur 1-Euro-Felder. Also, ja. So, 3 Euro nehme ich raus. Und 20 kommen rein. Nehme ich jetzt bei 10er. So, der Tracker kommt wieder rein. Und die Challenge auch. Okay, und dann kommen wir schon zum letzten Spiel. Und zwar ist das der Obstgarten von der Saffe von That Organized Lady. Und ich habe hier noch 10 Euro liegen. Da gucke ich jetzt mal, wo wir hier hinkommen. Eine 5, 1, 2, 3, 4, 5 auf die Erdbeeren. Oh, das passt doch jetzt gerade, oder? Wir haben ja eben auch die Erdbeerparty gespielt. Ja, Erdbeeren könnte man auch mal wieder essen noch, ne? Bevor die Zeit wieder komplett vorbei ist. Nein, ja, noch geht's ja, glaube ich. So, wir bewässern die Erdbeeren einmal für 3 Euro. Ein 4. 1, 2, 3, 4. Da kommen wir auf Granatapfel. Den düngen wir für 2 Euro und sind dann bei
5. Ich würde jetzt schon versuchen, die 10 Euro hier reinzustecken. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miete von 4 Euro. So war das nicht geplant. Und eine 3. 1, 2, 3. Wassermelone. Wir sind schon bei 9 Euro. Wassermelone. Wo bist du? Da. Die können wir ernten. Und dann ist die schon abgeschlossen. Wow. Okay. Nochmal für 3 Euro. Das heißt 17. Nein, nicht 17. 12 meine ich. 12 Euro kommen hier rein. Und die Wassermelone kreuze ich mir auch direkt mal ab. Die haben wir auch beendet. Genauso wie die Ananas. Und dann, so, kommt die auch mal nach hinten. Nee, achso, die Ananas ist auch schon nicht mehr hinten. Wo ist die Ananas? Da. Genau, weil die beiden habe ich schon abgeschlossen und dann, ja, sind die da nicht mehr so mit drin. Aber das hat ja jetzt auch schon nicht geklappt. Also die haben sich jetzt doch wieder mit den anderen Karten vermischt, aber ist ja nicht schlimm. So, das Geld kommt hier mal rein. Und dann track ich das noch eben. Plus 12 sind dann 127. Schon, wow. Also, ja. Ich habe dieses Spiel auch noch gar nicht ausgelernt. Also, das habe ich so von Anfang an getrackt und das Geld immer drin gelassen. Und noch nicht verteilt. Das heißt, hier werden wir am Ende echt sehen, wenn ich das noch durchziehe. Aber davon gehe ich eigentlich aus. Ja, was hier so bei rumkommt. Und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. So, damit sind wir mit dieser Spielrunde durch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!